glaube, eine schönere Nacht habe ich noch nie erlebt. Mondglanz hat sich diesmal selbst übertroffen. Manchmal kannst du gar nicht mehr aufhören, wenn du mal angefangen hast, nicht wahr, Nachtwicht? Du hast recht, Mondglanz. Diese Nacht war wirklich ein Meisterwerk. Oh, der Mond braucht ein bisschen mehr Gold. Meinst du nicht auch? Ach komm doch, Nachtwicht. Nur noch ein bisschen Gold, dann ist es eine vollkommene Nacht. Hör auf zu stöhnen. Wir haben genug Arbeitsenergie für die ganze Woche. So geht das nun immer. Was kann ich denn machen? Oh Mann, sieh dir den Himmel an. Einfach wundervoll. Nächte haben überhaupt nicht wundervoll zu sein. Die Nacht ist die einzige Zeit, wo diese Regenbogengöre nicht in der Welt rumläuft und alles hell und farbig macht. Es muss doch einen Weg geben, die Nächte düster und trübsinnig zu machen. Und diesen Weg werde ich finden. Da wäre, Grummel. Da wäre? Siehst du, Grummel, wenn du so machst. Hä? Oh, ich hab's! Oh nein, Grummel, ich meine doch so! Nein, du Strohkopf! Warte, bis diese kleine Sternjongleurin Mondglanz morgen Nacht an ihre Arbeit geht. Los, komm! Wir haben bis dahin noch eine Menge zu tun. Ich hoffe, dass diese Nacht noch schöner wird als die letzte. Sei ruhig. Es geht nur, wenn wir sie überraschen. Na klar, Grummel. Wen? Ach du, Mondglanz. Heute Nacht wird es herrlich werden, Nachtwicht. Ich fühle es schon. Wenn wir sie daran hindern, dieses ganze Licht an den Himmel zu bringen, wird es schaurig, finster und trübsinnig hier unten. Alles hergerichtet? Oh, hallo. Mach doch wieder so einen prächtigen Himmel. Danke. Los, hauen wir ab! In Ordnung, Grummel. Wo ist die denn hin? Wir müssen sie finden. Au! Sie ist unsichtbar. Woher weißt du das, Grummel? Ich kann sie doch gar nicht sehen. Du wirst sie schnell genug sehen. Am besten, wir suchen sie.
Nachtwicht, was ist los mit dir? Krummel, er hat Mondglanz, es war schrecklich, schrecklich. Krummel? Wohin hat er sie gebracht? Also ehrlich, das weiß ich wirklich nicht. Wohin wohl? In die Schluchten. Kommt schon, wir suchen sie. Keine Sorge, Freunde, die Sterne scheinen wieder, das verspreche ich euch. Wohin er sie auch immer gebracht hat, bestimmt an keinen Ort, wo er nicht das bewundernswerteste Pferd der Welt erreichen würde. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, er will, dass es auch auf der Erde für immer dunkel wird. Auf der Erde? Du meinst, er verfinstert auch die Erde? Ich weiß ganz genau, was die Sterne schienen, als ich ins Bett gegangen bin. Sie kann nur arbeiten, wenn's dunkel ist. Alles, was wir zu tun haben, ist, die Sonnenlampe über ihr brennen zu lassen. Dann ist sie unfähig, irgendwas zu machen. Krummel, schau doch die hübschen Sterne. Schluss damit! Hör sofort damit auf! Das treibe ich dir aus. Und nun sehen wir mal, mit was für unappetitlichen Farben du den Himmel füllst. Sie macht schon wieder Farben. Wir brauchen ein helleres Licht. Ich weiß, wir bringen sie raus in die Sonne. Komm schon. Du kannst mich nicht stoppen, auch wenn du mich noch näher an deine Sonnenlampe bringst. Nur Sonnenlicht hält mich auf. Oh ja? Also wenn hier draußen kein Sonnenlicht ist, dann werden wir es drinnen hell wie der Tag machen. Komm mit. Wenn ich noch näher an die Schluchten komme, verliere ich meine Kraft, um ihr zu helfen. Nun, wenn wir nicht hinein können, müssen wir etwas finden, um sie herauszulocken. Ob wir sie da jemals herausbekommen? Ihr hindert mich niemals daran, die Sterne glänzen zu lassen. Oh doch, das werden wir. Oh ja, das werden wir. Wie wollen wir das anstellen, Krummel? Wenn wir sie nicht an die Sonne bringen können, dann kommt die Sonne zu ihr. Und jetzt, Schleichmichel, werde ich erst mal bis drei zählen. Wenn ich bei drei bin, dann wirst du den großen Hebel dort an der Maschine ziehen, der am nächsten bei dir ist. Verstanden? Ganz sicher, Krummel. Eins, zwei, drei. Oh nein! Wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird Mondglanz nie wieder die Nacht verschönen können. Aber was können wir tun? Regina Regenbogen, du musst unbedingt etwas dagegen machen.
Wenn wir Mondglanz nicht bald retten, verbraucht das helle Licht all ihre Energien. Wir werden sie da rausholen, selbst wenn es mich meine Energien kosten sollte. Aber du bist dann ohne Macht, wenn er dich entdeckt. Er wird erwarten, dass wir über die Brücke kommen. Also klettere hinunter bis zum Grund der Schluchten. Von da aus schleichen wir uns an. Also, ich weiß nicht, ob ich das mag. Igitt! Stell das ab! Mach ich, Grummel. Jetzt hör endlich auf damit. Doch nicht so, du Kartoffelpüree-Hirn. Stell das Licht ab. Ach so. Bist du in Ordnung? Oh Mann, Grummel, das ist ja wirklich dunkel draußen. Oh, sieh mal, wer da ist. So, die kleine Göre glaubt, sie könnte mich reinlegen. Hm? Wir werden ja sehen, wer wen reinlädt. Los, komm. Wir bringen unser kleines Prachtstück in die wunderbar düstere Nacht hinaus. Regina Regenbogen läuft mir genau in meine Arme. Und morgen früh bin ich der Herrscher über Regenbogenland. Ja. Wir benutzen den Geheimausgang. Dieser Tunnel führt zum Grund der Schluchten. Ich habe ihn seit Jahren nicht benutzt. Dieser Anblick hat mir stets gefallen. Komm! Keine Sorge, Pilzkopf. Jetzt geht's wieder nach oben. Oh, übrigens, sei vorsichtig, wenn du über die Brücke gehst. Ein Fehltritt und du fällst in den tiefsten Schacht der Schluchten. Oh, danke schön, dass du mich gewarnt hast. Ich bin noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee war. Wir müssen es riskieren. Schau, die Sonne geht auf. Hm? Das ist nicht die Sonne, das ist der Mond. Unsere Freundin Mondglanz. Hilf mir, diese Öffnung zuzudecken. Wir müssen uns beeilen. Na klar, Grummel. Ist der Köder bereit? Welcher Köder? Mondglanz, du Idiot, ist Mondglanz bereit? Warum sagst du es nicht gleich so? Klar ist sie, sie ist doch hier. Ja, sobald sie da drauf tritt, wird sie in den Tunnel fallen. Und dann rutscht sie schnurstracks in den tiefsten Schacht der Schluchten. Und dann nie mehr, Regina Regenbogen. Glaubst du, ich werde hier sitzen und sie in deine Falle stürzen lassen? Das ist genau das, was du tun wirst. Nun warne sie, wenn du kannst. Grummel, wohin soll ich denn jetzt das hier bringen? Nein. Nein, halt! Wen rufst du denn da, Grummel? Die kommt, versteck dich! Dieser Stupide! Mondglanz!
mach schon, fall rein, fall doch rein. Ich kann nicht sehen. Fall rein! Grummel! Nein! Regina! Ich ziehe mich zurück. Oh nein! Grummel! Grummel! Warte auf mich! Entschuldige, Grummel. Da bin ich. Geh von mir runter, du Flokati-Köpf! Regenbogen. Ist alles in Ordnung, Mondglanz? Aber sicher, das verdanke ich dir und Sternschnuppe. Mondglanz? Ist schon in Ordnung, Sternschnuppe. Sie wird immer unsichtbar, wenn sie schwer arbeitet. Arbeitet? Sicher, schau! Danach sein. Danke, Regina Regenbogen.